jetzt auch nicht unbedingt unter einem Stromleitungsmast wohnen wollen. Direkt unter Überlandleitungen kann man einen leichten Schlag bekommen, wenn man etwas Metallisches anfasst, zum Beispiel das geparkte Auto. Dieser Effekt ist vergleichbar dazu, wenn man zuerst einen Fleece-Pullover auszieht und anschließend an eine Türklinke fasst. Es gibt eine kleine elektrostatische Entladung. Ein Hausdach würde diese Wirkung abschirmen, gesundheitlich negative Effekte sind durch diese aber nicht zu erwarten. Überall dort, wo Menschen sich dauerhaft aufhalten, also insbesondere wohnen, müssen zudem Grenzwerte eingehalten werden. Bei Einhaltung dieser Grenzwerte sind keine negativen Folgen, weder kurzfristig noch langfristig, auf die Gesundheit bekannt. Stromleitungen sind von niederfrequenten elektrischen und magnetischen Feldern umgeben. Die Felder einer Freileitung sind dort am stärksten, wo die Leiterseile dem Boden am nächsten kommen. Das Feld nimmt aber mit jedem Meter Entfernung von den Leitungen deutlich ab.